Du, hey, hallo? Hallo? Komm mal her. Pass mal auf, tust du mir einen Gefallen? Siehst du das Mädchen da drüben, die mit den blonden Haaren, mit den langen, mit der braunen Kordjacke? Hol mir die mal rüber. Sag, sie soll herkommen. Agnes! Vati! Ja, Agnes. Na, wie geht's dir? Hm? Geht's dir gut? Ja, Vati, sehr gut. Sag mal, wann hast du Schluss heute? Heute um 12. Um 12? Ich hol dich ab, ja? Heute ist doch nicht Sonntag. Ach, das macht doch nichts. Ich hab den ganzen Nachmittag frei. Außerdem holt mich die Mutti ab. Ach, die soll sich nicht anstellen. Pass auf, du machst ganz schnell, dass du als Erste draußen bist. Ich stehe da drüben mit dem Wagen. Da vorne, links, auf der Straße, ja? Agnes! Was, wir können so schön. Ich hab dir doch gesagt, ich stehe links. Komm, gib mir die Tasche. Vati, bitte. Die Mutti, die holt mich jeden Augenblick ab. Ja, deshalb müssen wir ja schnell machen. Komm, steig ein. Komm, bitte, tu mir den Gefallen. Wo wollen wir denn hin? Was weiß ich, wo irgendwohin rausfahren. Komm, schnell. Oh, hast du dir wehgetan? Peter! Mach dir da mit den Kindern. Steig aus, Arte. Steig sofort aus. Du hast kein Recht, das Kind mitzunehmen. Deine Rechte sind vom Gericht festgelegt. Einen Sonntag im Monat. Komm, gib doch die Schultasche her und steig auf. Nein, ich bestehe darauf, dass Agnes mit mir kommt. Ich will das Kind auch mal an einem Wochentag haben. Und ich sage dir, das kommt nicht in Frage. Lass das Kind los. Du setzt deinen Kopf nicht immer durch. Diesmal nicht. Bitte, Vati. Hörst du? Das Kind selbst will es nicht. Ja, weil du es gegen mich aufbringst. Deshalb nicht. Jetzt los. Au. Du tust mir weh. Und wenn schon, diesmal setze ich meinen Willen. Nein, durch. Nein, lass uns endlich in Frieden. Ja, das kann ich auch, das kann ich besser. Sind Sie verrückt? Schämen Sie sich nicht, eine Frau zu schlagen. Mischen Sie sich doch nicht ein. Kannst du denn keine Ruhe geben, Peter? Nein, das kann ich nicht. Anita ist mir gleichgültig, aber das Kind nicht. Es ist dir nun mal zugesprochen. Ja, aber aus Gründen, die nicht einzusehen sind. Ich habe ja auch Einspruch erhoben. Warte, aber was mit deinem Einspruch geschieht. Du kannst dich doch nicht auf der Straße mit deiner Frau prügeln. Ich will das Kind haben, das ist alles. Sie heirate ich ja doch wieder. Dann bin ich das Kind endgültig los. Du wirst immer der Vater bleiben. Ja, einen Sonntag im Monat. Ja, bitte. Anita, soll ich dir Peter geben? Bitte, bitte bestell ihm was von mir. Sag ihm, ich muss ihn sehen. Heute noch. Er soll um 3 Uhr bei mir sein. Willst du es ihm nicht selbst sagen, Anita? Er steht neben mir. Es genügt, wenn du es ihm sagst. Um 3 Uhr, bitte. Und sag ihm, es sei wichtig. Wann musst du zum Sport? Um 2:30. Du, ich kann dich heute nicht bringen. Ich werde dir dann ein Taxi bestellen. Ja, danke. Und sie hat nicht gesagt, was sie will? Was will sie von mir? Ich weiß es nicht. Wenn ich dir einen Rat geben darf, benutz die Gelegenheit und bitte sie um Entschuldigung. Ich denke nicht daran. Was willst du vom Vati? Warum soll er herkommen? Du hast Angst, dass wieder was passieren könnte? Komm. Keine Angst, mein Schatz. Mama wird nicht allein sein. Tante Lena? Nein, nein. Tante Lena weiß von nichts. Weißt du, ich habe meinen Anwalt dazu gebeten. Du gehst jetzt auf dein Zimmer und ich rufe dich dann. Agnes! Ja? Beeil dich. Dein Taxi wird gleich kommen. Bin fertig.
Nach dem Turnen nimmst du dir ein Taxi und kommst sofort nach Hause. Mach ich. Hier hast du Geld. Agnes, komm doch schon. Ja, ich bin ja da. So bitte beeilen. Null Auto. Was bleibt denn der Wagen? Oh. Mein Gott, ist schon halb drei vorbei. So schlimm ist es doch auch nicht. Ach, ich habe ihm gesagt, er muss pünktlich sein. Komm, ich bring dich zum Taxistand. Ja. Anita? 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 Was ist denn? Stell dich doch nicht an! Lena! Lena, Anita ist tot. Tot! Jemand hat sie umgebracht. Umgebracht! Komm. Ich bin gerade erst gekommen. Lena! Lena, ich bin gerade erst gekommen. Diesen Moment bin ich gekommen. Ich habe sie so gefunden. So gefunden, wie sie da liegt. Ach Gott. So gefunden, wie sie da liegt. Ja, verstehst du? Weißt du, wie es passiert ist? Lena, wie es passiert ist? Hier. Weißt du das? Nein. Wo ist Agnes? Lena, ich verstehe dich nicht. Wo ist Agnes? Hier, schreib auf. Sportplatz. Ja, seit wann? Seit wann?
3 Uhr. 2:30. Ja. Es klingelt. Ich mach auf. Was wollen Sie denn hier? Ihre Frau hat mich gebeten, bei der Unterredung mit Ihnen dabei zu sein. Komme ich zu spät? Zu spät? Sie ist tot. Jemand hat sie umgebracht. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich habe mich schon gewundert, wissen Sie? Die Haustür stand auf, sperrangelweit auf. Dann kam ich rein und... ja, da lag sie da. Und Frau Rehl? Lena? Lena war nebenan bei ihren Töpfen. Ich habe ihr schon gesagt, ich habe sie so gefunden, wie sie da liegt. Ob sie weiß, wie das passiert ist. Wie das passiert ist. Nein. Ja, ob sie weiß, wo Agnes ist, auf dem Sportplatz. Seit wann? Seit 2:30. 2:30. Ja. Ich muss sofort los. Ich muss doch wissen, wo meine Tochter ist. Ich würde Ihnen empfehlen, hier zu bleiben. Bis die Polizei kommt. Was wollen Sie damit sagen? Ihre Frau hat angerufen und hat mir erzählt, was heute vor der Schule passiert ist. Sie fürchtet um ihr Leben. Das waren Ihre Worte. Ja, Sie glauben doch... Mordkommission, bitte. Sie glauben doch nicht, dass ich meine Frau umgebracht habe. Wie kommen Sie darauf? Ich habe sie so gefunden, wie sie da liegt. Rechtsanwalt Dr. Voss. Ich habe Ihnen einen Mord zu melden. Wie war die Nummer? Gut, wir kommen sofort. Sie werden mich nicht daran hindern, meine Tochter zu suchen. Schließlich weiß ich nicht, was hier passiert ist. Möglicherweise betrifft es meine Tochter mit, das müssen Sie einsehen. Lena. Ja. Lena. Welcher Sportplatz? Welcher Sportplatz? Wo? Schule, ja. Danke, Lena, danke. Kommen Sie, Lena. Kommen Sie. Warten Sie hier, Lena, bis die Polizei kommt. Warten, Lena. Hier. Ja, die Ehe ist geschieden seit einem halben Jahr. Mhm. Zwischen den... Danke. Zwischen den geschiedenen Eheleuten hat es erbitterten Streit gegeben um die gemeinsame Tochter. Wie alt ist die Tochter? 12 Jahre. Das Kind wurde der Mutter zugesprochen. Der Vater hat das Recht, seine Tochter einmal im Monat zu sehen. Man hat sich auf den zweiten Sonntag geeinigt. Er, Horn, der Vater, reagierte darauf in der unsinnigsten Weise, lauerte seiner Tochter auf, wo immer er konnte, nahm sie mit zu sich nach Hause, verweigerte die Herausgabe des Kindes. Seine Frau hat zweimal deswegen die Funkstreife bemühen müssen. Heute Mittag machte Horn erneut einen Versuch, seine Tochter mitzunehmen. Seine Frau kam rechtzeitig hinzu. Horn wurde tätlich, griff seine Frau an, schlug sie. Lehrer, die hinzukamen, verhüteten das Schlimmste.
Frau Horn kam mit einem Nervenzusammenbruch nach Hause, rief mich in der Kanzlei an, bat mich um meine Hilfe. Sie sagte, er wird mich noch umbringen. Sie werden es erleben. Ich gab ihr den Rat, ihren Mann anzurufen und ihn hierher zu bestellen für 3 Uhr. Ich selbst wollte natürlich ebenfalls um 3 Uhr hier sein, um dem Mann ins Gewissen zu reden. Ich kam zu spät. Und Lena Rehl ist... Ist die ältere Schwester von Frau Horn. Ah, ja. Sie ist taubstumm. Wo war sie während der Mordzeit? Nebenan, in ihrem Studio. Sie hat lange Zeit in einem Heim gelebt, das Töpferhandwerk erlernt. Kann man sich mit ihr verständigen? Sie beherrscht die Taubstummensprache, aber sie hat ganz mühsam lesen und schreiben gelernt. Man kann ihr Fragen aufschreiben und sie antwortet dann schriftlich. Aber es ist alles sehr mühsam. Ja. Ist sie jetzt nebenan? Ja. Gut. Harry. Sie hört gar nichts. Nicht das Geringste. Lena. Guten Tag. Sie kann von den Lippen ablesen, nicht? Ja, aber ich nehme an, es kommt Ihnen darauf an, Missverständnisse zu vermeiden. Ja, natürlich. Schreiben Sie doch Ihre Fragen auf. Kathi, ich kann nicht mit dir fahren. Ich soll mein Taxi nehmen. Du kannst jetzt nicht nach Hause. Es ist was passiert. Ich nehme dich erstmal mit zu mir. Das geht doch nicht, Kathi. Doch, natürlich geht das. Du kommst jetzt mit mir. Kathi. Du hörst doch, was ich sage. Du kannst jetzt nicht nach Hause. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Horn und seiner Schwägerin? Sehr schlecht. Was kann man sagen, dass sie der Grund ist, warum die Eheleute sich schließlich getrennt haben? Das ist jedenfalls meine Meinung. Lena war lange Zeit bei einer Tante untergebracht, irgendwo auf dem Lande. Mehr schlecht als recht, wenn man es realistisch sieht. Die Tante ist gestorben und man wusste nicht so recht, was man mit Lena machen sollte. Da sagte Frau Horn, wir nehmen sie. Sie stieß damit auf erbitterten Widerstand ihres Mannes. Ach, er wollte sie nicht hier haben, oder? Unter keinen Umständen. Lena wusste nichts davon, aber Horn sträubte sich jedenfalls, sie aufzunehmen. Sie sei nicht nur krank, sie sei auch verrückt. Er bezog sich auf die, nun ja, auf die fast manische Art, mit der sie ihre Töpferei betreibt. Ja, aber was sie macht, ist doch sehr gut, oder? Ja, aber nichts davon wird gebrannt. Es wird alles wieder zerschlagen. Sie dürfen das Kind heute mitbringen, Herr Horn. Ja, das sehen Sie. Komm rein, Agnes. Hast du Hunger? Bitte machen Sie dem Kind was zu essen. Irgendwas, was es gern. Komm, geh mit in die Küche. Ich habe einen Schokoladenpudding für Sie. Danke. Bitte lassen Sie mich jetzt allein. Ich muss telefonieren. Ja, ist ja gut. Lieber Frau Horn. Herr Horn. Danke. Der 70. Mein Name ist Derek, Mordkommission. Wo sind Sie, Herr Horn? Ich bin in meiner Wohnung. Ich habe meine Tochter von der Schule abgeholt, vom Turm. Ich kann sie jetzt noch nicht nach Hause lassen. Ja, sie ist bei mir. Meine Haushälterin ist da. Kommen Sie bitte hierher, Herr Horn. Er wollte nicht, dass seine Tochter die Tote sieht, sagt er. Sagt er. Was ist denn das für ein Geräusch? Die Töpferscherne. Stefan, das ist ja Horn. Gott sei Dank, sie liegt nicht mehr da. Das war meine größte Sorge. Das Kind kommt nach Hause und sieht seine Mutter da liegen. Das muss ich unter allen Umständen verhindern. Außerdem wollte ich ja wissen, was mit meiner Tochter ist. Deshalb habe ich das Haus verlassen. Herr Horn, ich muss Sie festnehmen. Sie stehen unter dem Verdacht, Ihre Frau ermordet zu haben.
Festnehmen? Ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Ich war es nicht. Ich habe meine Frau nicht umgebracht. Na, dann fangen wir noch mal von vorne an. Nein. Seit Monaten streiten Sie sich mit Ihrer geschiedenen Frau um das gemeinsame Kind. Sie bedrohen sie, sie schlagen sie wie heute vor der Schule. Ihre Frau verabredet sich mit Ihnen um 3 Uhr. Ja, ich war da. Punkt 3 Uhr. Die Tür stand auf, weit auf. Wie oft soll ich das noch wiederholen? Dann bin ich reingegangen. Ja, da lag meine Frau auf dem Boden. Sie war tot. Sie müssen doch zugeben, dass das nicht glaubhaft ist. Es ist viel glaubhafter, dass Sie wieder Streit bekamen. Dass Sie wieder, ich wiederhole wieder die Fassung verloren. Und diesmal gab es keine Zuschauer, die das Schlimmste verhindert hätten. Sie töteten Ihre Frau? Und dachten sich die Geschichte aus. Mit der offenen Tür. Begreifen Sie, dass Sie damit nicht durchkommen. Herr Horn, legen Sie ein Geständnis an. Ach, Geständnis, Geständnis, was soll ich denn gestehen? Ich kann doch nicht gestehen, was ich nicht getan habe. Ja, ich bin zornig. Ich weiß, dass es mein Fehler ist. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Auch wenn alles gegen mich spricht. Ich war es nicht. Wir müssen Sie hier behalten, bis der Ermittlungsrichter sich morgen entscheidet. Berger? Ja. Ja, was willst du machen? Der wird den Mord nie zugeben. Wegen seiner Tochter? Ja, auch, natürlich. Es wäre der sicherste Weg, sie zu verlieren. An. Muss nämlich noch telefonieren. Du sag mal, muss ich nicht zur Schule? Naja, deswegen telefoniere ich ja. Stern, was ist denn? Ich bin ganz verzweifelt, Herr van der Witte. Ich weiß nicht, wo Herr Horn geblieben ist. Und auch mit Frau Horn bekomme ich keine Verbindung. Ja, um Himmels Willen, Frau Stern, wissen Sie nicht, was passiert ist? Horn ist... Ist das Kind bei Ihnen? Kann es zuhören? Reagieren Sie richtig. Gestern um 3 ist Frau Horn ermordet worden. Man hat Horn festgenommen.
Sie haben gestern einen Mann gesehen vom Fenster aus, der ins Haus ging, kurz vor drei? Ja, entspricht das denn der Wahrheit? Ist das wahr? Ja, ich weiß, dass ich nicht von der feinsten Sorte bin. Nie gewesen. Sie werden Leute genug finden, die Ihnen das bestätigen können. Aber Mord, Herr Horn. Herr Dr. Voss möchte Sie sprechen. Ja, bitte. Entschuldigen Sie mein Eindringen. Unser Eindringen, es ist sehr wichtig. Lena? Eine wichtige Aussage. Bringe Herrn Horn nach nebenan, ja? Was soll denn Lena hier? Kommen Sie. Herr Horn, kommen Sie. Was soll das? Ja, Doktor? Ich habe Lena, Frau Lena, heute Morgen aufgesucht, weil es kam mir ganz plötzlich in den Sinn, wie hilflos sie ist, allein im Haus, unfähig, ein Telefon zu hören, die Haustür klingelt. Reiner Zufall, dass sie mich am Fenster gesehen hat. Das drückte sie mir in die Hand. Tja, warum hat sie das gestern nicht gesagt? Ich meine, das hätte sie ja auch gestern niederschreiben können. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, warum sie es nicht getan hat. Vielleicht ist dir die Bedeutung erst heute klar geworden. Sie nehmen das ernst? Ja, ich nehme es ernst. Warum? Zweifeln Sie? Doktor, Sie haben doch selbst gesagt, dass Ihnen das Schicksal von Frau Reh keine Ruhe gelassen hat. Allein im Haus, hilflos, sie ist angewiesen auf Hilfe, auf Beistand, angewiesen auf Gesellschaft. Sie fürchten, sie sieht in dieser Behauptung, in dieser Entlastung ihres Schwagers eine Möglichkeit, nicht allein bleiben zu müssen. Wäre das nicht möglich? Also wenn ich diese Aussage akzeptiere, dann kann ich, dann muss ich, muss Horn fallen lassen, und zwar sofort. Vielleicht ist es genau das, was sie will, aus ganz persönlichen, aus ja, ganz verständlichen Gründen. Nichts ist wohl unmöglich. Aber Sie haben ein Recht auf Ihre Aussage. Sie ist so wichtig wie jede andere Aussage. Sie muss genauso widerlegt werden. Nichts dagegen, Doktor. Wir werden Sie vernehmen, ja. Kann sie den Mann beschreiben? Gut, dann sollen sie es tun, ja. Sie antwortet sehr sicher, ne? Ja, sehr schnell und sehr sicher. Der Mann war ungefähr 40 Jahre alt, etwa 1,80 groß und hat dunkle Haare gehabt. Na gut, ich werde einen Zeichner kommen lassen. Wir werden versuchen, eine Phantomzeichnung anzufertigen. Wollen Sie uns helfen? Ja, natürlich. Ja. Jetzt warte ich schon eine Stunde. Tut mir leid. Was ist denn bloß los da drüben? Was soll der Typ sein? Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Nein. Kennen Sie diesen Mann? Wie ist das? Na, das möchte ich eigentlich von Ihnen wissen. Moment, wollen Sie mir nicht endlich sagen, worum es hier geht? Ihre Schwägerin hat eine Aussage gemacht. Helena? Ja, sie habe kurz vor 3 Uhr vom Fenster ihres Studios aus einen Mann auf das Haus zugehen sehen. Kurz vor 3? So soll er ausgesehen haben. Verstehe ich das richtig dann? Ja, dann hat sie ja den Mörder gesehen.
Sagen wir mal so, sie hat eine Aussage zu ihren Gunsten gemacht. Das ist ja großartig. Na also, und? Ja, was passiert jetzt? Dann kann ich ja wohl gehen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich muss noch mit dem Ermittlungsrichter sprechen. Wozu? Das ist eine Aussage, die Sie gelten lassen müssen. Oder glauben Sie, sie gilt nicht nur, weil sie von einer Taubstummen ist? Wenn Lena etwas sagt, dann stimmt das auch. Tarkos. Ja, danke, dass du mich abholst. Los, weg hier! Ich hab gedacht, ich komme noch nicht mehr raus. Ob ich es war oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle mehr. War zum Wahnsinnig werden. Die hätten mich verurteilt, glatt. Da kommt Lena und macht so eine Aussage. Sie hat einen Mann gesehen. Meinst du, sie hat nicht die Wahrheit gesagt? Glaube ich nicht. Aber sie hat den einzig richtigen Einfall gehabt. Sie hat den Mann sogar genau beschrieben. Hast du eine Ahnung, warum sie das tut? Was soll denn aus ihr werden? Sie hat Angst, dass sie in ein Heim kommt. Pass mal auf, fahr mal nicht zu mir nach Hause, fahr mal zu Lena. Du musst jetzt bei ihrer Aussage bleiben. Da muss ich ganz sicher sein. Warst du es denn? Du verdächtigst mich auch? Ah, Dr. Voss ist da. Das ist doch der Rechtsanwalt von Anita. Ja. Ich wollte sowieso sprechen. Jedenfalls hört er die Klingel. Guten Tag, Doktor. Guten Tag. Das ist mein Kompagnon, Herr van der Witte. Guten Tag. Guten Tag. Es trifft sich gut, dass Sie da sind. Kommen Sie ran. Danke. Wo ist Lena? Wollen Sie einen Dank abstatten, Pardon? Ja, natürlich, das bin ich ihr schuldig. Sie arbeitet im Studio. Ach, Sie töpfert schon wieder? Na ja, es wird ihr hoffentlich gut tun. Aber erst mal zu uns, Doktor. Dass wir die veränderte Lage besprechen. Das hier ist das Haus meiner Frau. Ja? Das jetzt ja wohl meiner Tochter gehört. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ist ja wohl selbstverständlich, dass meine Tochter hier wohnen bleiben kann. Sprechen Sie ruhig weiter. Das Sorgerecht fällt ja nun wieder an mich. Anzunehmen? Ich werde hier einziehen. Stehen da irgendwelche Einwände von Ihrer Seite? Wenn ich welche habe, die muss ich wohl zurückstellen. Ein anderes Problem würde sich damit gleichzeitig erledigen. Lena, Sie könnte hier wohnen bleiben. Daraus muss ich wohl keine Bedingung machen. Nein, das müssen Sie nicht. Lena? Na? Ich danke dir, Lena. Ich danke dir. Verstanden? Ja. Du. Du bist nicht zufrieden. Nee, natürlich nicht. Du meinst, wir hatten den Mörder und mussten ihn laufen lassen. Ist er der Mörder, ist das nicht? Ich weiß es nicht. Gibt es diesen Mann? Gibt es ihn nicht? Weiß es nicht. Tja, dann können wir nichts anderes tun als warten. Warten? Abwarten. Worauf? Dass irgendwas passiert. Was warten, dass was passiert? Nee. Nee, Harry. Verstehst du, das will ich nicht. Das kann ich nicht. Ich kann den Aktendeckel da nicht einfach zuklappen. Ja, was können wir denn sonst? Horn glaubt doch selber nicht an diesen Mann. Er hält ihn für eine Erfindung. Warum? Weil er der Mörder ist oder weil er ihn kennt? Es gibt die Aussage dieser Lena und die können wir nicht einfach ignorieren. Nee, das können wir nicht. Also, ich wiederhole. Was können wir tun? Hi. Horn war erschrocken, ängstlich und unsicher. Und dann kam Lena und machte ihre Aussage und sein Benehmen änderte sich schlagartig. Plötzlich fühlte er sich sicher. Und das Gefühl werde ich ihm nehmen. Ich werde ihn nicht in Ruhe lassen. Ihn nicht und Lena nicht. Nicht eine Sekunde. Das wird hier alles geändert.
sieh mal. Das ist doch alles roh. Ungebrannt. Verstehst du, ich schenke dir einen Ofen. Einen Ofen, einen Brennofen. Ja, da tun wir die Sachen rein. Vielleicht können wir auch etwas verkaufen. Ja. Du siehst hübsch aus, wenn du lächelst. Das steht dir. Du siehst hübsch aus, wenn du lächelst. Danke. Guten Tag, Doktor. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Guten Tag, Herr Derrick. Der Fall Horn. Ja, geht mir nicht aus dem Kopf. Geht Ihnen nicht aus dem Kopf. Sie haben ihn nicht ad acta gelegt. Nein, dazu ist er mir zu unerledigt. Kann man das sagen, unerledigt? Ja, das kann man sagen, unerledigt. Und das ist er ja auch wohl. Bitte. Danke. Sie bezweifelt die Aussage Lenas. Wie geht's Horn? Wie geht's Lena? Horn lebt, wohnt mit Lena, mit seiner Tochter, mit seiner Haushälterin im Hause seiner Frau. Ist das korrekt? Absolut korrekt. Er hat das Sorgerecht wieder zugesprochen bekommen. Es geht ihm glänzend. Und Lena? Er kümmert sich um sie. Rührend. Doktor. Ich ziehe keine Schlüsse. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin froh, dass ich es nicht tun muss. Er hat einen Brennofen geschenkt, im Keller aufgestellt. Ja. Sie würden Lena nicht wiedererkennen. Sie haben ihren Verdacht gegen Horn nicht aufgegeben. Sagen wir so, ich habe nicht aufgehört, mich um den Fall zu kümmern. Selena, kann ich dir helfen? Ich helfen? Ach, Vati, lass mich halt mitfahren. Ach, Agnes, nein, diesmal nicht. Lass mich mal mit Lena fahren. Außerdem hast du deine Schularbeiten schon gemacht. Na, siehst du. Steig ein! Macht's gut. Wiedersehen. Tschüss. Wollen Sie zu mir? Ja, ja. Aber Sie haben wohl im Moment keine Zeit. Na, ich wollte die Sachen da wegbringen. Tonwaren von Lena. Wir sind verabredet. Ja, lassen Sie sich nicht aufhalten. Aber Sie wollten doch was. Ja, ja, natürlich. Fahren Sie nur. Schade, dass sie nicht versteht. Ich würde ihr so gern persönlich sagen, dass das, was sie herstellt, Kunstwerke sind. Sie hat es in ihren Fingern. Das, was ich das große, das einfache Gefühl nenne, für Form, für Linien. Perfekt, aber ungewöhnlich lebendig. Was meint sie? Lena merkt, dass sie über sie sprechen. Sie will wissen, was. Ach, dann kann ich vielleicht helfen. Lesen kann sie? Ja, natürlich. Ach, entschuldigen Sie. Das ist meine Meinung. Ich bin ganz ehrlich.
dein Geld. Ja, komm. Polizei. Polizei, Lena, verstehst du? Keine anderen Aussagen machen. Nichts anderes sagen. Ja, verstehst du? Guten Tag. Warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie noch ins Haus wollen? Wir haben noch mal mit Frau Stern gesprochen. Worüber denn? Nach wie vor über den Mordfall. Was? Sie hatten doch schon alles gefragt. Es tauchen da immer neue Gesichtspunkte auf. Und welche? Sie verkaufen jetzt die Sachen, die Ihre Schwägerin herstellt? Ja, es gibt einen Interessenten dafür. Ihm gefallen die Sachen sehr gut. Ja, also wir finden den Mann nicht, den wir suchen. Die sind hier, wissen Sie, wir finden ihn einfach nicht. Und in diesem Zusammenhang habe ich noch eine Frage an Ihre Schwägerin. Wieso? Was wollen Sie denn noch fragen? Sie hat jemanden beschrieben, das ist er. Soll sie ihn auch noch für Sie suchen? Ja, das nicht. Aber hat sie ihn genau genug beschrieben? Woher soll ich das wissen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also wir müssen Ihre Schwägerin noch mal mitnehmen. Mitnehmen? Ins Präsidium. Dazu besteht nicht die geringste Veranlassung. Was wollen Sie von ihr? Sagen Sie ihr bitte, wir finden den Mann nicht, den sie uns da beschrieben hat. Und es liegt der Verdacht nahe, dass sie diesen Mann nur erfunden hat, um, um sich ihren Schwager zu verpflichten. Ist das wirklich Ihre Meinung? Ja. Ja, das ist eine der Möglichkeiten, die wir ebenfalls überlegen müssen. Was sagt sie? Sie möchte eine Zigarette haben. Sie haben ja gar nichts gegessen. Ich habe keinen Hunger. Wo ist Agnes? Die ist schon in ihrem Zimmer. Sie machen sich Sorgen um Lena? Ach was. Überhaupt nicht. Ich verstehe gar nicht, was die Polizei noch will. Sie können sich anstrengen, wie Sie wollen. Wir kriegen Lena nicht weich. Soll Ferré nach Hause fahren. Berger? Ja. Gute Nacht. Du siehst, wie es ihr geht. Ja, es geht ihr glänzend. Völlig verändert, gleichsam aufgeblüht. Können wir das sagen, aufgeblüht? Ja, ja, das kann man sagen. Selbstsicher, glücklich, ja. Es gibt auch keinen Grund, an ihrer Situation auch das Geringste zu ändern. Sie hat ihren Schwager fest in der Hand. Und der weiß das. Na, alles in Ordnung, Lena? Alles gut? Gut, ich hab's ja gewusst, du lässt sie nicht durcheinander bringen. Du hast nichts anderes gesagt. Nein. Gut. Hast du schon gegessen? Hast du schon gegessen? Nein? Wollen wir zusammen essen gehen? Ja? Zieh mal drum. Umziehen? Ja? Gut. Thank you.
Abend. Guten Abend. Bitte lassen Sie sich nicht stören, Sie wollen sicher etwas feiern. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Tag, Herr Weyrich. Tag, Herr Horn. Ich wollte den Wagen zur Inspektion bringen. Ja, ja, ich weiß. Der war ja angemeldet. Herr Horn, bei der Gelegenheit. Mein herzliches Beileid. Wir haben natürlich alle gehört, was da passiert ist. Naja, schöne Sache. Naja, Mord, Mann, hört nochmal. Wir waren alle wie vom Kopf geschlagen. Und Ihre Frau, die war ja noch einen Tag vorher hier gewesen. Was? Meine Frau war hier bei Ihnen? Naja, die wollte ja einen Wagen verkaufen. Sie wollte den Wagen verkaufen? Und ich hätte mich auch dafür interessiert. Und ihr natürlich gerne einen neuen verkauft. Ja, ja, über den Verkauf von dem alten Wagen können wir natürlich reden. Bei Gelegenheit. Tja, Herr Horn. Gehen wir mal rüber. Ja. Inspektion oder hat sie einen besonderen Wunsch heraus? Ja, die Bremsen ziehen nach links. Ah ja, das wird er jetzt schon merken. Messmer, kommen Sie mal her. Ja, Herr Horn, und wie gesagt, für den Wagen von Ihrer Frau, da interessiere ich mich. Gut, ja, in Ordnung. Wissen Sie, ich habe über all diese Dinge noch gar nicht nachgedacht. Ah ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut, Herr Horn. Das hat doch keine Eile. So, das ist Herr Messmer. Ja. Werden Sie mit dem Coupé fertig? Vielleicht noch eine halbe Stunde. Ja, ist in Ordnung. Und dann übernehmen Sie den Wagen von Herrn Horn, ist Herr Horn. Ja, wird gemacht. Inspektion und die Bremsen nachstellen. Ja, ist gut. Soll er Messmer Sie nach Hause bringen? Nein, nein, danke, ist nicht nötig. Mein Kompagnon holt mich ab. Ist in Ordnung, aber. Lena! Wo lang? Na? Geht's gut? Gut? Wo? Huh? Da. Mhm. Komm, fahr vor. Messmer! Ja? Kommen Sie mal her. Ist der Wagen von Herrn Horn fertig? Ja, ist fertig. Ja, dann fahren Sie mal rüber, der wartet schon drauf. Der bringt Sie dann gleich wieder zurück. Kann das nicht ein anderer machen? Ich habe gerade den Wagen von Herrn Hoffmann. Ja, das dauert doch bloß 10 Minuten. Ja, ist ja gut. Regen Sie sich mal nicht auf. Ja, warum sagen Sie denn erst nein? Nicht wahr? Ich fahre Sie gleich zurück. Nur eben was überziehen. In Ordnung. Wollen Sie schon wieder zu mir? Ja, ich hätte Sie gern noch mal gesprochen. Hat das nicht ein paar Minuten Zeit? Ich wollte nur eben meinen Mechaniker zurückfahren zur Werkstatt. Guten Tag. Tag. Ja, ist schon in Ordnung. Wo fährt denn hin? Komm, wir fahren ins Präsidium. Der Mann war. Ein Mechaniker war das. Auto!
Werkstatt. Chef, ja? Ich habe das mit dem Wagen von Herrn Horn erledigt. Ja, der Horn. So ein armer Kerl, was? Seine Frau zu verlieren und dann auf diese Weise. Wissen Sie, dass der mal selber im Verdacht gewesen ist? Naja, aber seine Schwägerin, die hat den entlastet. Die hat den Mörder nämlich vom Fenster aus gesehen. Ja. Chef, Telefon. Was? Ja, Moment. Der Mechaniker, Harry. Komm, nimm die doch an. War in der Zwischenzeit Polizei da? Polizei? Hier war niemand. Kennen Sie den Mann? Ja, warum sind das her? Ja, das ist ein Mechaniker von mir. Messmer ist der. Ja. Ist er hier? Kann man nicht sprechen? Nee, können Sie nicht. Ist ja schon Schluss. Der ist jetzt weg. Ja, dann bräuchten wir seine Adresse. Ja, die können Sie haben. Was ist denn los mit dem? Sagen Sie mal, dieser Messmer hat ja vielleicht mal irgendwann etwas mit Frau Horn zu tun gehabt. Mit Frau Horn? Frau Horn, ja. Ja, der kennt die natürlich. Die war ja öfter hier. Meinen Sie, dass die beiden sich näher kennen? Was heißt näher? Er sollte ihren Wagen abholen, aber da ist was zwischengekommen. Weil sie ist doch gerade an dem Tag, da ist sie ja ermordet worden. An dem Tag gerade? Ja, gerade an dem Tag. Also er war hin, dann kam er zurück und dann hat er gesagt, da ist was passiert, überall ist Polizei. Gerade an dem Tag. Geben Sie mal die Adresse. Ja. Und wenn Lena sagt, ich erkenne ihn nicht? Das wäre schlecht. Es hat sich eigentlich alles zu ihren Gunsten geändert. Weil Horn ihr dankbar sein muss. Aber wenn der Mörder gefasst ist... Dann entfällt die Dankbarkeit, Meister. Ja, er ist den Druck bloß, für den Mörder gehalten zu werden. Lena kann ihm dann egal sein. Vielleicht sagt sie deshalb, ich erkenne den Mann nicht wieder. Herr Messmer? Nein. Sie sind festgenommen. Kommen Sie. Messmer, Sie haben keine Chance. Außer der einen, dass Sie die Wahrheit sagen. Sie haben Frau Horn umgebracht. Und jetzt frage ich Sie, um Himmels Willen, warum? Ich stand vor der Tür. Die war offen. Ich habe geklingelt und geklopft. Niemand meldete sich. Da bin ich reingegangen. Es war niemand im Haus. Da habe ich gedacht, sieh dich mal um. Man kann doch nicht einfach ein Haus so offen stehen lassen. Ich hatte einfach reagiert, ohne nachzudenken. Plötzlich war sie hinter mir und schrie wie am Spieß. Hilfe! Seien Sie ruhig! Hilfe! Ich dachte, wie kriege ich die bloß zum Schweigen? Ich dachte, Herrgott nochmal, ich verliere meine Stellung. Die zeigt mich doch an. Ich habe einfach die Nerven verloren. Seien Sie ruhig! Wenn sie nicht so geschrien hätte. Ich konnte nicht anders. Das war wie ein Reflex. Du musst die Frau zum Schweigen bringen. Schau mal nach, wer da ist. Herr Mögerer. Ich muss ihn sofort sprechen.
Messmer? Sie haben ihn auch erkannt? Ja. Jetzt muss ich Ihnen etwas gestehen. Ich weiß, was Sie sagen. Nein, das können Sie nicht wissen. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht... Ich habe gedacht, dass Lena... Ihre Aussage gemacht hat, um Ihnen zu helfen. Ja, das habe ich gedacht. Jetzt habe ich eine Frage. Hat Lena Messmer gekannt? Gekannt? Wie meinen Sie das? Nein, nein, das glaube ich nicht. Warum sollte sie das verschwiegen haben? Was Sie meinen, sie hat dabei an mich gedacht? Weil es ihr Vorteil ist. Den sie jetzt vielleicht verliert? Wir fahren mit Ihnen nach Hause, Harry. Kommen Sie.